Eine Kiste voller Krempel, ich war wieder im Action und was hier alles drin ist, das gibt's heute zu sehen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt es gerade eben schon gehört, ich war im Action mit Mundschutz und ja, 30.000 Metern Distanz zu anderen Menschen. Und ja, dann einkaufen ist ja abenteuerlich, aber so langsam dachte ich mir, ja, darf man ab und an auch mal wegen Tinnefling wieder in die Läden gehen. Von daher, ich habe eine Menge Zeug gekauft, einiges für den Garten, manches aber auch, ja, so im Bereich der Pflege. Da sind einige Gesichtsmasken drin, wenn euch das interessiert. Und ja, wir gehen das alles mal durch. Ich blende euch natürlich wie immer die Preise ein und ja, schauen wir mal, was so im Einkaufswagen gelandet ist. Ja, falls ihr irgendwelche Spastereien hier irgendwie mitbekommt, hier neben mir am Sofa liegt Mareike, wie immer sehr unterhaltsam im Hintergrund. Von daher, ja, ihr wisst, was ich meine. You know what I mean, ne? Ja, als erstes fangen wir mit den größten Teilen an, habe ich einen Outdoor-Teppich gekauft. Und zwar waren wir auf der Suche nach, ja, eine Art Fußmatte, Outdoor-Teppich, irgendwas in dieser Art, um vor den Whirlpool zu legen. Wir haben im Garten im Sommer immer so einen aufblasbaren Whirlpool und die Wiese wird mit der Zeit immer ziemlich matschig, deshalb so ein Teppich. Ja, habe ich durch Zufall im Action gesehen. Das Ding ist 1,20 Meter mal 1,80 Meter. Gab es in Grün-Weiß und auch in Blau-Weiß. Ich denke mal, das ist irgend so ein florales Muster, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Stinkt auch ein ganzes bisschen. Ich will nicht wissen, was hier alles verarbeitet wurde. Aber ja, wird draußen im Garten definitiv, denke ich, seinen Zweck erfüllen. Ja, von daher fand ich ein Mega-Schnäppchen. Ich meine 5,99 oder so. Ihr seht es ja hier, wie gesagt. Dann ebenfalls für draußen habe ich zwei Outdoor-Kissen mitgenommen. Die fand ich richtig, richtig schön. Und zwar einmal in Türkis. Was stand drauf? Genau, Take Me to the Sea. Und es gab vier verschiedene, hier seht ihr sie, in vier verschiedenen Farben mit sommerlichen Sprüchen. Ja, mir gefiel das türkise Kissen und dann habe ich noch das graue mitgenommen. Und zwar Life is Good. Die werden draußen bei uns im Hof ja, ihren Platz auf der Hollywood-Schaukel finden. Und ja, sind wahrscheinlich auch ein bisschen witterungsbeständiger, beziehungsweise ja, eher geeignet für den Außenbereich, sagen wir es mal so. So, das waren jetzt so die größten Teile. Dann habe ich noch ein Körbchen mitgenommen und zwar ist das 20x20 cm in Grau. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein solches Körbchen geholt, allerdings etwas kleiner. Das steht im Bad, da sind die Waschlappen alle drin und die Abschminktücher. Das habe ich jetzt ebenfalls fürs Badezimmer geholt, denn oben auf dem Spiegelschrank, da liegen immer die Verpackungen mit den WC-Steinen, die Blauspüler-Dinger, die wir da mal verwenden. Und ich finde, das sieht ganz schön hässlich aus. Deshalb habe ich so ein Körbchen mitgenommen. Das kann dann oben drauf stehen. Da kann der ganze Plunder dann rein und man sieht den nicht so. Ist einfach ein bisschen aufgeräumter und ordentlicher. Und bei dem Preis kann man ja echt nicht meckern. Dann habe ich. Ah, hier ist auch der Kassenbon, genau. Ich habe insgesamt ausgegeben, ja, 63 Euro. Plus, minus, ne? Paar Cent. Ja, dann habe ich ein Tablett geholt und zwar für die Katzen. Die Katzen, die haben immer zwei Näpfe, einmal Nassfutter, einmal Trockenfutter und das Ganze steht ja ganz deluxe auf einem Tablett, weil wir haben Maine Coons. Maine Coons bevorzugen das Essen mit den Pfoten und ja, die Damen, wie eine hier hinter mir, die machen eine ganz schöne Sauerei. Nur war uns ein Tablett kaputt gegangen und wir brauchten wieder eins zum Abwechseln, wenn es in der Spülmaschine ist. Drum habe ich ein Tablett mitgenommen. Fürs Dinner der Katzen. Ich meine, Nobel geht die Welt zugrunde, ne? Dann habe ich für René Kabelbinder mitgebracht. Die fand ich sehr, sehr, sehr günstig. Und zwar gab es die in Schwarz und Weiß, die üblich gängigen Farben. Und die hatten echt richtig große. Das hier sind 50 Stück. Die sind 35 cm lang.
Damit kann man schon eine Menge machen. Einmal in Weiß und einmal in Schwarz. Und dann habe ich die noch mal etwas kleiner geholt. Hier drin sind 100 Stück. Die sind jeweils 20 cm lang. Ja, Kabelbinder gehen bei uns immer ganz gut weg, um irgendwie Blumenpötte zu befestigen. Irgendwas in der Garage oder ja, sehr gute Dinger, um irgendetwas stabil zu befestigen einfach. Ja, dann, das Ganze ist echt total querfeldein hier, habe ich Strohhalme geholt. Die fand ich auch sehr, sehr günstig. Und zwar haben wir so ein paar wiederverwendbare Strohhalme, die kommen immer schon brav in die Spülmaschine, sind gerade jetzt um die Jahreszeit und auch im Sommer sehr beliebt bei uns und wir haben halt sehr wenige. Drum fand ich das richtig gut, als ich die sah. Ich hatte gar nicht vor, die zu kaufen, aber es hat sich einfach angeboten. In schönen sommerlichen Farben, 12 Strohhalme. Ja, bei dem Preis kann man auch hier in diesem Fall wieder nicht meckern. Dann habe ich noch Briefumschläge mitgenommen. Ich sage ja, es ist querfeldein. Und zwar einmal die ganz normalen im C6-Format ohne Fensterchen. Dann wollte ich eigentlich noch die länglichen haben mit Fenster, habe ich aber nicht gefunden. Und dann habe ich noch die C5 geholt, ebenfalls ohne Fenster, also hier so dieses DIN A5 Format. Und ja, da hatten wir nicht mehr viele, mussten wieder aufgefüllt werden. Dann, was habe ich noch geholt? Genau, Korrekturroller. Die gibt es ja auch von etwas namenhafteren Firmen. So ist es. Und die kosten echt ein Schweinegeld. Aber die gibt es im Action für ein Appel und ein Ei. Und die sind wirklich, wirklich richtig gut. Ich habe die schon so oft gekauft und verwende die schon so lange. Die sind wirklich 1A. Da gibt es nichts zu meckern und für ein paar Cent. Ne? Also steht überhaupt nicht im Verhältnis zu dem Preis, den das Markenprodukt kostet. Dann natürlich wie üblich eine Kerze. Und wer länger dabei ist, hat auch diese Kerze schon öfter gesehen. Ich liebe diesen Duft einfach. Der ist so schön frisch und fruchtig und einfach sommerlich. Ja, ich liebe ihn einfach. Deshalb musste auch wieder eine davon mit. Dann habe ich Styroporrollen geholt, denn ja, es dauert nicht mehr allzu lang, dann mache ich mich endlich ans Renovieren der Küche. Und dazu gehört auch das Lackieren der Türrahmen und des Rollladenkastens. Und dafür brauchte ich noch Styroporrollen. Roller und all das Gedönse habe ich noch, aber ich habe gesehen, ich habe nicht mehr viele Rollen gehabt. Und auch das sind Cent-Artikel im Action und das Lackieren klappt damit echt 1A. Dann, was haben wir noch? Genau, jetzt haben wir hier ein, ich nenne mal Beauty-Produkt, nenne ich es mal. Ich habe keine extrem hohe Erwartungshaltung. Und zwar ist das so ein Maniküre-Dingsbums. Da kommen zwei Batterien rein, Doppel-A. Hier sind auch so ein paar Aufsätze dabei, denn ich habe ja, was haben wir mal, Acryl oder Gelnägel? Okay, genau, das mit dem Pulver, sagt sie, Acryl. Genau, normalerweise haben wir Acrylnägel, nur ist das ja jetzt in der Corona-Zeit so eine Sache. Nagelstudios haben zu, die sind ganz schön rausgewachsen und ja, ich werde die auch wahrscheinlich dann ablassen. Nur, ja, gerade so am Mittelfinger, will ich euch jetzt mal nicht allzu eindeutig jetzt zeigen, ja, bekomme ich das Acryl mit der Feile nicht so ganz ab. Und drum dachte ich, für 1 € und ein paar Cent gebe ich diesem Teil doch mal eine Chance. Ich habe echt keine allzu große Erwartungshaltung bei dem Preis, aber ja, ich bin mal gespannt, wenn euch das interessiert. Ich kann euch auf Instagram vielleicht mal auf dem Laufenden halten. Mal gucken. Ja, weiter geht es. Ich habe wieder Gefrierbeutel mitgenommen. Und zwar die 1-Liter Beutel. Ich wollte eigentlich auch die 3-Liter Beutel kaufen, habe aber leider keine mehr bekommen. Drum ist es eben bei diesen geblieben. Ich verwende die total vielseitig. Ich verwende die, um Dinge einzufrieren, um Dinge zu zerbröseln oder mit zur Arbeit zu nehmen oder einfach auch, um zum Beispiel, weiß ich, irgendwie Klammern aufzubewahren oder was weiß ich. Ich finde die super günstig und echt stabil. Da kann man auch echt überhaupt nicht meckern. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe für draußen... kaputt. Nee, zum Glück nicht. Ich hoffe nicht.
für draußen, ja, das Fenster ist auf, da ist jetzt gerade ein Moped vorbeigefahren. Für draußen habe ich Solarlampen mitgenommen, denn das ist ja mit den Solardingern immer so eine Sache. Eigentlich lohnt es sich echt nicht, da teureres Zeugs zu kaufen, weil die halten wirklich nicht lange. Wenn ihr Glück habt, mehrere Jahre und dann ist die Sache vorbei. Ja, von daher, ich habe 3 neue mitgebracht, die ja hier vorne in unseren Betonkübeln, die funktionieren nicht mehr so gut. Und ich bin mal gespannt, wie die leuchten werden. Ja, was hier bitte zu sagen? Solarspieße halt, ne? Ob die jetzt warm, weiß, kalt, weiß leuchten, kann ich euch nicht sagen, weiß ich selber nicht. Dann habe ich für den Garten noch Zwerge mitgenommen. Es gibt also allerlei Gartenzwerge. Es gab auch so die typischen, aber diese hier gefielen mir besonders gut. Ich fand die ein bisschen außergewöhnlicher, nicht so basic Standard. Und ja, die muss ich mitnehmen. Einmal mit einem blauen Mützchen und einmal mit einem roten Mützchen. Und ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr die wirklich im Außenbereich aufstellen wollt. Die sind zwar bemalt und lackiert, aber durch die Sonne lässt die Farbe ganz schnell irgendwie nach. Die sehen dann nach einer Weile nicht mehr allzu schön aus. Und besprüht die einfach mit Klarlack. Gibt es auch im Action für ein Apfel und ein Ei. Ich besprühe diese Deko-Sachen immer mit Klarlack. Den Tipp habe ich von meinem Vater. Der hat Gartenzwerge ohne Ende. Der könnte, glaube ich, so ein Zwergenland irgendwie aufmachen. Mit seinem ganzen Zwergen, ja. Sortiment. Sortiment, Bevölkerungsstamm. Und ja, der besprüht die tatsächlich mit Klarlack. Und die sehen von Jahr zu Jahr immer farbenfroh und schön aus. Von daher, wenn ihr euch Dekofiguren holt, Blumenstecker, besprüht die mit Klarlack. 1A-Tipp. Kommt her, meine Freunde. Genau, geht zu Mareike, meine Freunde. Dann habe ich, ich muss mal gucken, jetzt langsam wird es hier ein bisschen schwerer ranzukommen. Ja, im Hintergrund hört ihr einen Flieger, ist nichts Wildes. Dann habe ich noch einmal Muscheln mitgenommen. Jetzt bald geht es an die Sommerdeko und ich fand diese Muscheln hier wirklich sehr, sehr schön und musste die mitnehmen. Ich denke, die werden sich gut einfügen in die restliche Deko. Ja, Corona-Zeit ist Maskenzeit, entsprechend glüht die Nähmaschine und ich habe nicht mehr viel weißes Nähgarn und da kam mir das ganz entgegen, weiß und schwarz. Da ist gut was auf der Rolle, ich weiß gar nicht, steht hier, wie viel Meter? Jeweils 450 Meter. Da kann ich so einige Masken nähen und ja, die Leute in meinem Umfeld eben versorgen. Super günstig. Gummiband gab es natürlich auch im Action nicht. Es ist ja unfassbar schwer, an Gummiband ranzukommen. Es ist eine Katastrophe. Dann habe ich eine Beileidskarte gekauft. Auch sowas gibt es im Action. Ja, leider kein lustiger Anlass. Hier in der Nachbarschaft ist leider eine Dame, ja, eben verstorben. Und ja, deshalb halt eben eine Beileidskarte. Ich war überrascht, dass es die im Action auch gibt. Ja, und dann werden wir wieder ein bisschen munterer. Habe ich mal so ein paar Masken gekauft. Nur ein paar, nicht viele. Also, eines mehr. Also genau, die ist von Mareike, die ist aber hier auch nochmal doppelt, glaube ich, dran. Genau. Ja, ich glaube, so eine Woche müsste ich damit kommen, wa? Nein, wahrscheinlich sehr viel länger. Ich konnte mich nicht beherrschen. Und ich werde ja wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht so oft in den Action fahren. Drum dachte ich, greif mal zu, ne? Ja, von daher, ich habe eine Nagelhautmaske mitgenommen. Ich habe sowas, wie gesagt, noch nicht probiert. Gesichtsmasken oft, aber es gibt ja auch Lippenmasken, habe ich noch nicht probiert. Nagelhautmasken. Und ich habe im Action gesehen, es gibt sogar Busenmasken. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mareike ist sich kaputt am Lachen hier drüben. Wie das aussah. Ja, ich, das, keine Ahnung, wie auch immer, ich kann es euch nicht schildern. So 2 Muscheln. Genau, 2 Muscheln, die man sich dann auf die Busen legt. Und ich weiß nicht, was die bewirken sollen. Ich kann es euch nicht sagen, aber es gibt Busenmasken. Gut, ich habe aber keine gekauft. So, ich habe einmal Fingermasken gekauft, also Nagelhautmasken. Ich bin gespannt, wie das Ganze wirkt, denn ja, das Acryl muss ab und ich glaube, ein bisschen Pflege tut den Fingern dann ganz gut. Dann habe ich einmal
Tuchmasken geholt. Und zwar, ich lege das hier mal ab. So. Die sind ja alle ziemlich ähnlich. So, Tuchmasken habe ich geholt. Und zwar einmal mit Blueberry und Joghurtextrakt. Die sollen ja die Haut so ein bisschen sanfter und weicher machen und so ein bisschen revitalisieren. Da bin ich gespannt drauf. Dann habe ich eine geholt mit Weinextrakt und Retinol. Die soll so ein bisschen der Hautalterung gegenwirken und gegensteuern. Schauen wir auch da mal. Ich finde, so Gesichtsmasken aufzulegen und einfach mal so die Augen zu schließen für ein paar Minuten, das ist total entspannend. Und dann habe ich noch eine geholt mit Granatapfelextrakt und Hyaluron. Die soll auch alles so ein bisschen geschmeidiger machen und Feuchtigkeit spenden. Ja, und das Ganze sieht eben so aus. Ja, absolutes Cent-Artikel. Und dann habe ich noch eine Maske geholt mit Kaktusextrakt. Da hatte mich auch die Verpackung sehr angesprochen. Die hatte ich bisher noch nicht gesehen im Action. Die soll erfrischen, soll geschmeidig machen und enthält eben Kaktusextrakt. Das ist, ich glaube, keine Tuchmaske, ne? Was steht hier? In 1000 Sprachen. Reinigt die Haut auf milde Weise, enthält Kaktusextrakt, Aloe Vera und Allantoin. Genau, ich glaube, das ist hier so eine Art Creme, die hier drin ist. Genau. Dann habe ich von The Mask Doctor die Seaweed Face Mask geholt. Die sieht so aus. Und Seaweed, ich weiß nicht, irgendwie Algen oder Seegras, irgendwie so ein Zeugs. Und mir hatte die Verpackung einfach gut gefallen. Die Verpackung hat mich echt angesprochen. Dann habe ich noch eine schwarze Maske geholt mit Kohle und Meersalz. Ich habe solche schwarzen Masken tatsächlich noch gar nicht verwendet. Das ist auch wieder eine Tuchmaske. Ich werde euch die, sobald ich sie verwendet habe, kommen die ins Aufgebraucht-Video und dann werdet ihr die nach und nach zu sehen bekommen. Und die soll halt eben die Poren reinigen und verfeinern und eben wie alle anderen Kohlemasken auch reinigend eben wirken. Dann habe ich eine Maske mitgenommen. Irgendwie am Kassenband sind beide bei mir gelandet. Eine gehört nämlich Mareike. Ja, die Verpackung hat uns beide direkt unglaublich angesprochen. Und zwar eine Peel-Off-Maske Holographic Glow. Mit Moonstone-Extrakt. Was auch immer Moonstone-Extrakt ist, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was sie bewirken soll oder bewirken wird. Aber die Verpackung ist geil. Und Holographic Glow, why not? Ne? Kann man ja mal machen. Und dann last but not least habe ich noch zwei Multipacks geholt. Und zwar einmal von Alviere die Skin Essentials Coconut Water und Almond Oil, also mit Kokoswasser und Mandelöl. Und zwar ist das eine erfrischende Maske. Hier drin sind drei Masken, also da hat man öfter was von. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und von der gleichen Firma eine Q10 und Vitamin C und E Maske mit, ich glaube hier Dead Sea Mud, also irgend so Matsch-Zeugs, keine Ahnung. Salt and Clay. Clay ist, glaube ich, Lehm, ne? Also das wird wahrscheinlich so eine etwas braune, erdigere Maske sein. Mit Q10. Wirkung, also so ein bisschen verjüngend und hautglättend. Ich meine, mit Mitte 30 kann man ja mal langsam anfangen, ne, darauf zu achten. Ja, die zwei habe ich halt eben noch mitgenommen. Hier sind auch wieder drei Masken drin. Ja, und das Ganze wurde transportiert in zwei Blumenpötten. Und zwar habe ich im Garten ja Beete und Pötte und alles ohne Ende. Und von Jahr zu Jahr wird es mehr. Und ich brauchte große Blumentöpfe, um Kürbisse
anzupflanzen und ich will versuchen, dieses Jahr Wassermelonen anzupflanzen. Ob das klappt, kann ich euch natürlich noch nicht sagen, das werden wir denn sehen. Und ja, die haben einen Durchmesser von, irgendwo steht das hier, da. Genau, die sind ja hier quadratisch, schön groß, Riesendinger, aus Plastik, 37 cm. Genau, die sind UV-beständig und 37 x 37 cm. Die Höhe kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich fand die unglaublich günstig, denn ich habe im Baumarkt schon mal geguckt. Ich wollte eigentlich etwas rechteckigere Kästen haben, aber gut, jetzt ist es eben das geworden. Ja, ich fand die einfach sehr viel bezahlbarer im Action. Die sind jetzt nicht so unglaublich schön, aber ja, das Grün wird drüber wachsen und drumherum sind schöne Pflanzen. Das wird das kaschieren. Es ist halt einfach nur rein funktional. Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Das ist meine Ausbeute. Ich war eine ganze Weile nicht mehr im Action und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Denn ja, diese Corona-Schließung hat offensichtlich dazu geführt, dass der Laden mal aufgeräumt wurde. Also die Filiale, in der wir häufig sind, die ist ja, für gewöhnlich ein klein bisschen durcheinander. Und da war echt alles 1A aufgeräumt. Die Regale waren voll und alles war schön sortiert und das sah so hübsch aus. Und ja, halt einfach ordentlich und übersichtlich. Und diese Corona-Sache hat natürlich auch zum Vorteil, jeder muss natürlich neben der Maske auch einen Einkaufswagen vor sich her schieben. Es war nicht so unfassbar voll. Ne? Diejenigen unter euch, die gerne schon mal in den Action gehen, ich glaube, die Tageszeit ist schon fast egal. In dem Laden ist es einfach super oft rappelsvoll. Und da hat man gar keine Lust und Geduld und Ruhe, irgendwie da so zu stöbern und zu gucken. Das ist natürlich momentan auch nicht der Fall. War ganz angenehm eigentlich, ne? Yeah. Ja. Genau, von daher, wir sind am Ende angekommen. Ihr habt gesehen, was ich geshoppt habe. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Sachen bei. Ja, auch das Einkaufen macht jetzt langsam wieder ein bisschen Spaß, wenn auch mit Einschränkungen. Und ja, vielleicht waren ein paar Anregungen dabei, habe ich glaube schon mal gesagt jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!